Wo ist Teddy nur abgeblieben? Naja, vielleicht finden wir es ja endlich in der heutigen Folge raus. Ein Laptop. Läuft noch. Wo ist Teddy? Ein Passwort. Wie vorher. Das wollen wir doch mal sehen. Ui, ein Passwort. Thermometer. Clam Chowder. Nudelholzer. Ja, er mag doch Clam Chowder. Why does he even bother with a password? Hmm? He's using geographical profiling. BPD, the hockey rink, Diana's cafe, the Oldman Clinical Research Lab, this apartment, and the house little Peggy grew up in. Teddy. Just what the hell are you investigating? Das wüsste ich auch gerne. Morning, little Peggy. Huh? Da ist er ja. Good morning, David. Don't push yourself too hard. Suspense. Tell me, how's the case going? The mementos are all gone. What? How'd that happen? Someone attacked me. What kind of attack? Felt like electricity. A stun gun or something. Knocked me right out. So we're back to square one. No. I do have this. Doesn't look like much. What it looks like is a lens from some sunglasses. And what does that mean? Tell me, Teddy. Do federal marshals use stun guns? At their discretion, maybe. But why would Derek Buchanan use one? That muscle-bound, hard-headed old schooler. I don't know. Must have been an on-the-spot kind of thing. Changing the subject, Teddy. Can I ask you something?
Wo warst du gestern Nacht? You didn't go home last night, did you? That's not unusual for me. But you always go back home. On nights when you fight with Diana. Me and her, we've been together a long time. I got a feel for which, you know, fights are best to stay away from a little longer. Look, I'm telling you the truth. We have our own way of doing things, that's all. Huh? Oh, yeah, just forget about all that, all right? Right now, you need to concentrate on the case of the vanishing courier. This one is linked to D. That's what my gut tells me. My detective gut. Not my beer one. Oh Gott, können wir uns jetzt wieder alles in der Wohnung ansehen? Bitte nicht. Oh Gott sei Dank, nee, passt schon. Aber wir können bestimmt wieder futtern mit ihm, oder? Forrest Cason. Haare zerzaust. Ganz aufgeregt. Hey, bleib mal stehen. Riecht nach Gras. Schuhe sind nass. Der Park in der Nacht. Teddy, jetzt wart doch mal. Ich muss mit dir reden. David, Investigation 101. Go back to the beginning and look over all the evidence again. You might even find a new memento. Alles klar. Aber hier, wir haben noch ein paar Fragen. Die DEA. Die DEA. So the DEA was also protecting the courier? Yeah, you could say that. I thought as much. So why didn't you tell me? Wasn't hiding it. Just thought too much information at once might confuse you. Teddy, you gotta be kidding me. I got a gun shoved in my face, thanks to your little omission. Olivia Jones. Do you know the name of the agent they were using? I can find out, sure. For now, I only know that there are two of them. One is Olivia Jones. She had a gun, so there's no question about her. That leaves one more. You can find them on your own, right? I've already got a solid hunch. Kriegen wir hin. BPD und DEA. Just how in the loop is the BPD anyway? Enough to carry out a joint investigation. Let's leave it at that. But you don't even know the agents' names. That's for their own protection. I don't need to tell you that undercover work is life and death stuff. Who wouldn't want to keep their names hidden, huh? Real Blood und die Morde. Have you been investigating the link between Real Blood and the murder cases? Yeah, something caught my attention. Isn't that homicide's job? No, it's all narcotics. Is it related to this case? Maybe in the big picture. But you don't need to worry about that now. Just concentrate on the missing courier. Bin dabei, Little Peggy. Do you think Little Peggy's case is also connected to Real Blood? Who knows? Listen, David, new cases happen every day. Which cases are connected to each other and how? We spend every waking moment of our lives trying to figure out that stuff. Don't hurry to an answer. The truth isn't gonna run away. Alles klar. Naja, man weiß ja nie. Geschenke. If you had a special power, a gift, would you want to change the past? You know, for everything I want to change, there's something else in my past that I couldn't bear to lose. All you can do is accept the past and move on. But what if it's too hard to accept? Even if you manage to change that one little bit, it wouldn't be enough to change your life. Da hat er allerdings recht. Was nun? All you can do now is accept the past. That's why you need to find the courier's evidence. That's how you'll resolve your past. And I'll do whatever I can to help you. Ja, danke, Teddy. Bruchstück der Sonnenbrille. When I was attacked, Derek Buchanan was the only one on the plane wearing sunglasses. We had a little encounter prior to that as well. I was also close to his seat when I was attacked. Hmm.
Sounds like the Marshal is the one who attacked you then. Maybe, but it still doesn't make sense to me. He was killed in the line of duty. He may have been involved in something really bad. Ja, tatsächlich, Initiale D. The Marshal's name starts with a D. Even more suspicious. But let's say he is the boss behind Rio Blood. Why would he go out of his way to make contact with Zapatero then? I don't know. If he wanted to shut him up, he could just send out someone else. What if he didn't want anyone else to see the courier's evidence? Or maybe he wanted to execute the guy himself for some reason. I mean, sounds plausible to me. Kann schon sein, aber warum? Execute the guy himself? Teddy, why would he want to do that? I don't know. What if it was you? Me? Revenge. That's the only thing I couldn't trust anyone else. Revenge? Yeah, certainly a possibility. But there were no past points of contact between the Marshal and the courier. Familienfoto. That reminds me. The Marshal had a picture of his family. What's so special about that? You said all his belongings were unclaimed and said to be disposed of. That's how I was able to get my hands on his badge. Oh, right. I'd have to investigate a bit more. But maybe he's estranged from his family for some reason. Ja, such da mal weiter. Rätselhafter Stromstoß. The electricity that shocked me felt a little different from a stun gun. What do you mean? I never felt the electrodes. When I was hit by a stun gun in training, I remember feeling the electrodes first. I didn't feel anything back there. It was as though the electricity in the air came alive and struck me. This all happened in a split second, right? You sure you aren't overanalyzing this? Nah. Glaube ich nicht. Kein Frühstück, ich hab Hunger. Of course. I can throw something together if you like. Auf jeden Fall. Los. Okay, good. Let's eat then. I'll give you my very best today. Wie immer. Das als Frühstück. Ach du Scheiße. Ja, easy, Mann. Der geht wieder ab, du. What happened with Diana? Oh. Why are you asking me that? You've hardly touched your meal. You know how it is. Same old, same old. Something more serious than clam chowder this time? This one's a bit different. It'll be okay, David, right? Things just got a little bit complicated right now. It'll work itself out. It will? Yeah, it will. Still, I can't help but feel that all you two ever do is fight. And you never even seem to entertain the notion of splitting up. You've got quite a strange relationship. Well, I may have met her here. But we're both from New York originally. We think alike, you know? So then why all the fights? I guess. It's probably my fault. Yeah. Take, if you will, this hot dog. What's this Frank made from, huh? Pork, right? That's right. Here in Boston, when you say hot dog, people think pork. But in New York, it's all about beef. In other words, for Diana, even hot dogs mean beef. She doesn't like that you eat pork hot dogs? She thinks I've forsaken my hometown. She can't forgive me for that, so she gets all tough on me. So she loves you, but she also loves her hometown just as much. Yeah. Will I ever be able to win out against the Big Apple? God only knows. You said it.
Alter, wie der Typ frisst, das ist unglaublich. Fish and Chips. Und er spielt nur mit dem Essen, ist auch ganz toll. Oh Mann. Und ein neues Dokument. Der Aufstieg der neuen Blatt-Varianten. 2004 war ein albtraumhaftes Jahr für alle am Fall Beteiligten. Dem rapiden Anstieg an BC-Fällen, Blood Cell, folgte nahtlos das Erscheinen weiterer Varianten, eine nach der anderen. B2, Blood Cell 2, B3, B4, jede Generation brachte mehrere Varianten mit sich. Aufgrund ihrer gemeinsamen Eigenschaften, der Pulverform und der roten Farbe, fasste man alle Ableger unter dem Begriff Blattreihe zusammen. Wegen des extremen Hochgefühls und der als Vergöttlichung bekannten körperlichen Reaktion wurde die Droge zum Suchtmittel, was wiederum die Zahl der Opfer, die ein qualvolles Ende fanden, in die Höhe schnellen ließ. Der Zugang blieb stark beschränkt und eine klare Marktbeherrschung sowie die Verschiedenheit der Opfer behinderten die Ermittlung. Bislang wurde niemand festgenommen. Blattmissbrauch hat eine enorm hohe Todesrate, aber die direkte Todesursache ist im gleichen Maße unbegreiflich. In Laborversuchen wurden Effekte erzielt, die der modernen Medizin Rätsel aufgeben, wie die Wiedererweckung toter Mäuse oder die Heilung von Krebs innerhalb weniger Stunden. Im Kontrast dazu wurden außerdem viele bizarre Tode gemeldet. Scheinbar spontanes Verbrennen bei lebendigem Leib, das Ertrinken in den eigenen Körperflüssigkeiten, sogar extreme und irreguläre Muskelkontraktionen, bei denen eine Person auf einen 40 cm langen Würfel zusammengepresst wurde. Die Gründe hierfür sind unklar, doch in vielen Fällen starben Personen, die zuvor keine Probleme mit einer Blattvariante hatten, schnell, nachdem sie eine andere Variante verwendeten, was Berichte über eine selektive Verträglichkeit und Abstoßungsreaktion nach sich zog. Die Todesraten für eine einzelne Variante scheinen gleichwertig mit denen anderer Drogen zu sein, was Personen mit einer Verträglichkeit gegenüber einer bestimmten Variante erlaubt, eine Abhängigkeit zu entwickeln. Ändert sich die Versionsnummer, so wechseln Nutzer häufig zur neuen Blattvariante, da sie leichter verfügbar wird und sterben bei ihrem Gebrauch. Die Chance auf Kompatibilität mit allen Varianten beträgt Schätzungen zufolge nur 9%. Die rapide Entwicklung der Blattreihe in solch kurzer Zeit ist absolut besorgniserregend. September 2004. Die Berichterstattung der Medien über die grotesken Tatorte und die bizarre Tode im Zusammenhang mit Blatt wurden mit strengen Auflagen versehen, doch gerieten Informationen in die Massenmedien und brachten das Thema ans Licht der Öffentlichkeit. Die Beschränkungen entfielen und die Droge wurde zum sozialen Zündstoff. Jeder hatte Zugang, auch Studenten. Die Stadt war bemüht, dem öffentlichen Interesse vorauszueilen und gründete eine Sondereinheit innerhalb des Drogendezernats des BPD. Die Beamten wurden aus den Reihen der Abteilung für die Einheit handverlesen und man stellte alle Mittel zur Verfügung, um der Blattreihe auf den Grund zu gehen. In jenem Jahr wurden 14 Varianten der Blattreihe entwickelt und die Anzahl der Todesopfer wuchs auf 745. So, dann haben wir mit Teddy wieder ein bisschen gequatscht. Essen können wir wahrscheinlich nicht gleich nochmal mit ihm. Ich möchte auf jeden Fall noch zu ihr hier. Amanda spielt allein. Ball ist ihr Freund. Schmutziger Baseball. Wo hat sie ihn her? Entschuldigung. Aha. Oh. Amanda? Aua! Was fällt dir ein? Be a good girl and hand that over. Give it back! Come on! Jetzt her mit dem! Au, 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 au! Komm sofort zurück! Ach Mist. Verkackt. You can't hide from me. Nein, Mist. Boah. Hey, geh weg.
Here, eat this. Ja, komm, eat this. Los hier. Iss. Not enough salt. That's it. Good girl. Just stay still. Oh oh. Hey, ganz ruhig. Ganz ruhig. Ach du Scheiße. Heilige. Nicht mit mir. Quit it. Stop throwing stuff. Hey, jetzt reicht's aber. Nicht meine Platten. That's expensive. Hallo, hör doch auf. Meine Güte. Hold it. Oh oh, nein. Oh. David, are you gonna destroy the entire house? You can help out, you know. Au. Au. Lass das sein. Yes, gotcha. Now, Teddy. This is the end, Amanda. Meow. Jetzt ist fertig. Oh oh. David, nein. Nein, her mit dem Ball. I don't think so. Oh, Gott sei Dank. Teddy, this is a memento. A memento? The baseball? How come? How the hell did that get in among the evidence anyway? Because I got involved in its past. I changed this ball into a memento. Maybe I really can change the past. David. We're restarting this investigation. I've made the connection, little Peggy. Ramponierter Baseball. Der Ball, den der Kurier im Flugzeug geworfen hat. Irgendwie ist er zu den Beweisstücken gelangt und Amanda hat ihn als Spielzeug benutzt. Ich hatte damit zu tun und dadurch ist er zum Memento geworden. Hiermit sollte ich zurück in das Flugzeug gelangen. Alles klar, aber ich will noch nicht ins Flugzeug. Ich will eigentlich hier zu Amanda. Amanda, kauft ein. Keine schlechte Wahl. Schnäppchenpreis. Dinge auf dem Kopf. Wie alt ist sie eigentlich? Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben die Ausdauer voll, sehe ich gerade. Das ist ja schön. Kann man hier wieder Geschenke machen? Ja, kann man. Ach komm, ja. Was haben wir denn hier? Katzenfänger. Verstärken wir unsere Freundschaft wieder. Ja, geh voll ab. Diese Geräusche, ey. Lästiges Kätzchen. Gartenknäuel, her damit. Und Moosbeerenleckerli. Kaufen wir natürlich auch noch. Wir haben ja mehr als genug. So, sie freut sich, das ist doch schön. Vollständig. Rabatt beim nächsten Kauf wieder mal. So, weiter geht's. Nochmal hier Katzenfänger. Und ein gekochtes Huhn diesmal. Und dann nochmal ein Garnknäuel. Ja, sie dreht wieder vollkommen durch. Und dann müssen wir das Ganze bestimmt nochmal machen. Ja, okay. Nochmal Katzenfänger. Und ja, einfach nochmal einen Katzenfänger. Fertig. Geschafft. Jetzt geht's wieder hier Party. Yeah, die Tauben machen mit. War jetzt der Mr. Krabs Move oder was? Und die Eichhörnchen sind zurück. Gut, dann hätten wir das auch wieder. Ein Geschenk, ein Geschenk, ein Geschenk! Wuhu! Was gibt's denn heute Tolles?
Was hast du für mich, hä? Cooles Kätzchen. Fall geschlossen. Kostüme, Pastellset. Alles klar. Dann hätten wir das. Kleidung. Was gibt's denn hier? Unrasiert. Lebensbaumset. Oh Gott, nein. Durstiges Astset. Pretty in Pink. Arme Armee. Geschäftsmann Biker. Naja, die Hose ist nicht so geil. Labyrinth. Das sieht eigentlich ganz cool aus, ne? Dandy Detective. Barber Pole. Militär. FBI. Könnten nie mal was anderes kaufen, eigentlich. So, alter Professor. Oh Gott, in Pink. Nein, bitte nicht. Mr. B. Oh, die Folge geht schon wieder so lange, ne? Das ist unglaublich. Falsche Krankenschwester-Set. Panda-Set. Stars and Stripes. Sind toll. Nummern-Girl. Dalmatina. Oh Gott, nein. 50er, 60er, 80er, 80er, Leopardenmusteruniform, weibliches Sheriffshemd. Ich fand eigentlich diese Labyrinth-Ding ganz cool, ne? Komm, wir kaufen uns die mal und ziehen uns die mal selbst an. Labyrinth-Set. Kleidung ändern. Perfekt. Ich könnte ja noch gucken hier so Kleidung 2. Achso. Okay, Soundtrack. Gibt's da viel? Kaufen wir uns einfach mal, komm. So, hier. Calling. Gut, das sind ziemlich viele hier, ne? Real Blood. Müsste ich mal offscreen alle kaufen. Ja, doch, das sind schon einige. Logik. Ja, okay, beenden wir den heutigen Part. Das kann ich ja dann mal offscreen machen. Und mir die Soundtracks hier zusammen kaufen. Ui, das hat wieder ein paar Errungenschaften gegeben. Festnetz. Noch bei der Arbeit. Rechnung von Vater bezahlt. Nicht darum gebeten. Wir heben mal ab und speichern. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin. Tschüss.